wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Neo Scavenger und wir nähern uns dem Hidden Lake, dem versteckten See, an dem wir das Erbstück für den Kunden von, ich habe seinen Namen vergessen, besorgen sollen. Und ich muss mal ganz kurz ein bisschen mir einen Überblick verschaffen, wie es mir so geht. Eigentlich ist alles soweit in Ordnung. Okay. Wir haben nach wie vor also unser Transportproblem, weil in der letzten Folge ja der Rucksack auseinandergefallen ist. Das bleibt uns nicht erspart. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen schauen. So, da ist der versteckte See. Hier nähert sich ein Stranger. Den werde ich mal versuchen, im Wald abzuhängen. Ich hoffe, das gelingt mir. So. Wir machen uns da auf den Weg, diese Seven Gables Road lang. Und ich bekomme ein sehr ungutes Gefühl. Es ist unnatürlich still. Außer das Flüstern der Zweige der Bäume durch den Wind. Und ein paar tote Blätter. Unsere Fußschritte sind unglaublich laut und kündigen unsere Präsenz an. Vor uns liegt die Silhouette eines kleinen Hauses, dunkel, einsam und kaputt. Könnte mal das Heim einer Familie gewesen sein. Was auch immer. So, während wir also auf dieses Haus zulaufen, fällt uns auf, dass das Haus verbarrikadiert ist von innen. Jemand hat hektisch ein paar Bretter über die Fenster genagelt auf beiden Etagen. Und ein paar schwere Dinge sind durch die zerbrochenen Türen sichtbar. Jemand hatte offensichtlich Angst, entweder vor etwas, was da drinnen ist oder was draußen war. Da wir jetzt nicht wissen, was genau der Fall ist, fühlen wir uns ein wenig unwohl. So, jetzt kann ich mich entscheiden. Enter the house at Seven Gables oder leave the house. Das Spiel hat ja so die Tendenz, dann irgendwann ganz, ganz flink vorbei zu sein. Andererseits sehe ich jetzt auch keinen tieferen Sinn, das Haus jetzt wieder zu verlassen. Wir wollen ja diese Urne haben, die es dann hoffentlich hier geben wird und die uns hoffentlich die Möglichkeit gibt, nach Detroit zu gelangen. Also versuche ich mal, das Haus zu betreten. Wir steigen die paar Stufen zur Vordertür hoch und stellen fest, dass es aufgebrochen wurde. Oder? And realize it's been forced open just then. Genau, es ist so gerade genug weit aufgebrochen worden, dass man als Person durchsteigen kann. Wir holen einmal tief Luft, nehmen all unseren Mut zusammen und quetschen uns durch. In dem Moment, als wir eintreten, überkommt uns a sense of dread. Nicht Zweifel, sondern wir bereuen das irgendwie so ein bisschen. Wir fühlen, dass irgendwas da ist und noch viel schlimmer ist. Wir haben das Gefühl, dass das, was da ist, weiß, dass wir hier sind. Ich bin also so ein bisschen zwischen den Etagen. Es gibt Treppen nach oben und nach unten. Einmal in den Keller, einmal zur Hauptetage. So, und ich kann mich jetzt entscheiden, entweder ich haue jetzt wieder ab, ich gehe in den Keller oder ich gehe nach oben. Oh Gott, ist doch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Gott, gehen wir jetzt erstmal in den Keller? Oder gehen wir erstmal nach oben? Wir kommen wahrscheinlich aus beiden nicht mehr wieder vernünftig raus. Ich gehe erstmal nach oben. Irgendwas ist passiert. Die Trümmer der... Wir klettern über die Trümmer der Stufen. You reach a Tintersection. Ich habe keine Ahnung, was eine Tintersection ist. Mit dem Wohnzimmer zu meiner Rechten. Und es riecht irgendwie ein bisschen kranksüßlich. Was auch immer. Some broken dishes. Also ist, genau, im, im,
Wohnzimmer sehen wir einen Haufen zerbrochene oder ein paar zerbrochene, ein bisschen zerbrochenes Geschirr. Und ganz oben drauf die silberne Urne, die wir suchen. Das ist ja dieses besagte Erbstück. Wir laufen durch den Raum, um die Urne aufzunehmen und sie uns mal näher anzugucken. In diesem Moment stellen wir fest oder fühlen wir uns plötzlich sehr verwundbar, als ob unser Rücken sozusagen, also als ob wir unseren Rücken freigeben, also für Angriffe oder was auch immer. Und ja, wir im Grunde erschrecken wir uns irgendwie so ein bisschen und uns läuft es kalt den Rücken runter. Jetzt haben wir 4 Leichen gefunden, die von der Decke hängen, direkt vor unserer Nase. Und sind alle schon ein bisschen am Vergammeln. Und die, die am dichtesten bei mir dran ist, die ist hier noch nicht sonderlich lange. Oh, oh, oh. Okay, also jetzt können wir erstmal hier gucken. View received items. Wir haben die Urne. Ach Gott, die kriege ich überhaupt nicht mehr irgendwo hin, wa? Da ist Asche drin. Das heißt, das muss ich jetzt hier schon wieder gegen irgendwas austauschen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Was brauche ich nicht unbedingt? Was ich nicht unbedingt brauche, wäre, wenn ich jetzt mal... Ach, ich überlege, wie ich jetzt hier noch ein bisschen Platz freiräumen kann. Das Lockpick haben wir noch nie gebraucht, weil ich ohnehin immer alles mit dem Dingens aufmache. Mit dem Crowbar. So, jetzt weiß ich auch nicht so richtig, wie ich jetzt hier... Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, warte. So. Ich muss jetzt irgendwie hier ein bisschen... Das wird jetzt hier so ein bisschen Tetris-mäßig. So, ich glaube, jetzt kriegen wir das Ding hier rein. Und jetzt kriegen wir auch noch das hier rein. Und jetzt habe ich verzichtet auf die Lockpicks und auf diese komische Blue Frog-Schärpe. Naja, gut, da muss ich jetzt irgendwie mit leben. Die ist jetzt nicht... Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht so wichtig für mich ist, aber im Moment kann ich erstmal drauf verzichten. Dafür habe ich jetzt die Urne. So, und jetzt muss ich mich also entscheiden. Entweder ich verlasse das Haus oder ich gehe nochmal nach unten. Ich habe jetzt die Urne, ich will mein Glück nicht überreizen. Ich versuche jetzt mal das Haus zu verlassen. Ich glaube, beides funktioniert nicht sonderlich gut. Irgendwas wird uns jetzt schon noch irgendwie angreifen oder so. Mal gucken. Ich komme wieder an die verbarrikadierte Eingangstür und versuche mich rauszuquetschen. Und werde gefangen dazwischen und muss irgendwie kämpfen, da durchzukommen und höre, dass irgendwas die Treppen hinter mir hochkommt. Es ist zu eng, um mich umzudrehen und zu sehen, was es ist. Und ich versuche mich da noch härter durchzuquetschen. Kalte Finger sind an meinem Rücken und die verbrennen mich mit ihrer Kälte, als ich tatsächlich es schaffe, mich da irgendwie draus zu befreien und die Treppen nach unten, da, also weg von der Eingangstür, in die sumpfige Gegend hier runter zu laufen. Es ist total schön, wie ich das hier simultan übersetze. Ich weiß, die Stimmung kommt richtig gut rüber. ja, das Haus liegt ruhig hinter mir. Keine Anzeichen für irgendwas, was hinter der Tür ist. Ich habe krass Gänsehaut und alles ist so schlimm und intensiv und hast du nicht gesehen. So. Ich hätte jetzt vielleicht auch noch irgendwie da nach unten gucken können in den Keller und vielleicht hätte ich da noch irgendwas total Schaues gefunden. Das wollte ich jetzt aber nicht riskieren, denn ich bin froh, dass ich mit dem Leben davon gekommen bin und werde mich jetzt hier irgendwie wieder auf den Weg zurück Richtung Detroit machen. Jo. So, und jetzt muss ich zwischendurch natürlich auch noch mal ein bisschen gucken. Es ist jetzt, glaube ich, gerade Tagesanbruch. Dementsprechend werde ich mal hier ganz kurz... Oh ja, hier Blue Frog, Stranger... viele, viele, viele interessante Menschen hier. Die offensichtlich aber auch alle hier zu diesem versteckten See kommen. Ich versuche mal jetzt hier irgendwie im nächsten Zug nochmal... Oh! Aha!
Da gibt es also offensichtlich noch mehr Leute, die an diesem Ding Interesse haben und eventuell jetzt meine Verfolgung aufnehmen, weil ich das ja diese Urne habe. Und vielleicht hat der Typ auch mehrere Leute losgeschickt, diese Urne zu holen, die alle so einen Eingangsausweis haben wollen für Detroit, könnte ich mir auch vorstellen. So, ich esse jetzt mal hier erstmal noch ein paar Beeren und was wir sonst noch so finden. Eigentlich geht es uns ja soweit ganz gut. Dies werden wir mal zerstören. Die wären essbar und die sind auch essbar. So. Okay, dann haben wir eigentlich erstmal soweit alles. Ich blute. Warum blute ich? Ach so, weil ich da irgendwie eingequetscht war, ne? So, dann machen wir mal empty out und desinfizieren mal jetzt, wo wir den Whisky haben. Unsere Wunde. Der Whisky kommt wieder mit. Und wo sind die Rags? Die Rags sind hier. So. Okay. Also das ist die Idealvariante sozusagen, die Wunden vorher mit dem Alkohol zu reinigen. Wenn man das nicht kann, ist sterilisiertes Wasser auch halbwegs in Ordnung. Auf jeden Fall besser, als wenn man es gar nicht behandelt. Aber wenn man das nicht kann, Hauptsache man verbindet es irgendwie, ne? Also das stuft sich dann so leicht ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wollen alle hier irgendwie rüber. Und der hat irgendwie was ganz Komisches auf dem Kopf. Ich versuche mich jetzt hier mal so nach oben irgendwie zu verpieseln. Weil ich jetzt nicht unbedingt mit all den Herrschaften hier Zwiesprache halten möchte. So. Aber viele, ey. Ich meine, die haben alle jetzt irgendwie keine Riesenausrüstung, aber so ein Kampf, da kann so viel schief gehen, dass ich es jetzt auch nicht unbedingt riskieren muss. So zwangsläufig. Hier war ich auf dem Hinweg, glaube ich schon, ne? Was hier los ist, ey. So viele Leute haben wir das ganze Spiel über nicht gesehen. Ich guck mal hier kurz rein. Wie gesagt, so, und 95%. Ich bin ein glücklicher Junge. Sehr schön. So. Also, alles wird gut. Jetzt brauchen wir bloß noch einen kleinen Schlafsack. Dann bin ich eigentlich doch relativ zufrieden. Also, das läuft wirklich fantastisch, ne? Um das nochmal irgendwie zusammenzufassen. Also, der Run läuft wirklich sehr, sehr gut. Mein längster Run überhaupt. Also, merkt ihr ja schon, mit den Grundmechaniken bin ich ein bisschen vertraut. Ihr habt mir viele gute Tipps gegeben, was so mit Crafting und was man noch irgendwie zu was verarbeiten kann. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ist auch ein Grund dafür, dass der Run so lange geht. Aber von der Storyline her bin ich soweit bisher auch noch nicht gekommen. Noch so ein Blue Frog. Habe ich jetzt alles mitgenommen eigentlich? Ja, habe ich. Ich will es nicht unbedingt riskieren. Andererseits ist das hier natürlich auch ein ganz schöner Umweg. Wenn ich in den Wald reingehe, ist mein Zug auch vorbei. So könnte ich zumindest bis in die Stadt kommen. Oh Mensch, es sind aber auch viele, ey. Tja, ich ziehe mich mal noch ein Feld zurück, einfach weil ich es nicht riskieren will. Jetzt habe ich einen. Ja, okay, der hat eine Flasche. Stark, tough. Barfuß. Ich könnte den versuchen einzuschüchtern. Er rennt auf uns zu. Ich versuche ihn weiter einzuschüchtern. Ich fordere ihn auf, aufzugeben. Nein, also ich. Dann werden wir mal langsam hier auf ihn zulaufen. Ich bin natürlich langsam gelaufen und schon aufs Maul gefallen. Das schadet jetzt hier noch nicht ganz so viel, weil er noch relativ weit weg ist. Er hat ja auch nur eine Nahkampfwaffe, die auf jeden Fall eine geringere Range hat als meine. Ich glaube, meine Range ist 3 für den Speer. Und er muss, glaube ich, auf 0 oder 1 ran. Werden wir auch noch ein bisschen. Na. Der ist immer noch am Chargen, ne? Okay. Ich muss jetzt ein bisschen mitrechnen. Er macht 2 bis 3. Hier mache ich 1 Space. Das könnte im Maximalfall also 4 sein. Dann wären wir auf 9. Und jetzt wären wir auf 6. 7. Okay, also 3 sind es jetzt jedes Mal gewesen. So, wenn er jetzt nochmal 2 macht, sind wir auf 5. Und ich dann 4 und 3. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich gehe mal nochmal einmal Advance. So. Jetzt müsste er eigentlich
in Angriffsreichweite kommen. Das heißt, ich werde dodgen. Nee, das war zu früh offensichtlich. Ich dachte, er versucht mich zu tackeln. Das machen die meistens, wenn die so angerannt kommen. Das werde ich jetzt nochmal versuchen. Okay. Okay, okay. Jetzt kommt er langsam ran. Ich kann ihn jetzt aber schon angreifen. Er hat versucht, mich zu tackeln, hat aber verfehlt. Ist hingefallen und war exposed für einen einfachen Gegenangriff. Ich habe ihn angegriffen, habe ihn auch getroffen. In der Brust. So, und damit er liegen bleibt, kriegt er gleich nochmal einen Tritt. Und nochmal. Und nochmal. So, jetzt ist er nämlich, jetzt muss er nämlich eine Runde aussetzen. Und jetzt können wir ihm noch eine draufgeben. Er ist gestunt, das heißt, er kann sich nicht bewegen. Und dann müsste ich ihn jetzt theoretisch eigentlich fertig machen können. Oh, jetzt hat er mich zu Fall gebracht. Das war schlecht. Jetzt muss ich wieder aufstehen. Aber er auch und er kann nicht. Das war sozusagen seine letzte Chance. Ich habe ihn getreten. Ich glaube, er ist jetzt schon unconscious, ne? Weil ich könnte ihn jetzt schon looten. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass er Check for a moment, unbearable, passed out. Genau, also ich bring's zu Ende. So, gucken wir mal ganz kurz, ob der irgendwas dabei gehabt hat. Der hat, na okay, das war die Whiskyflasche. Patchwork High Tunic, die können wir nämlich noch oben drüber tragen. Damit sind, glaube ich, unsere Temperaturschwierigkeiten auf bis auf Weiteres erstmal gelöst. Empty out, mal gucken, ob das sterilisiertes Wasser ist. Nee, ist es nicht. Auf dem Feuerzeuge hier noch drin, aber mit Feuerzeugen kann ich ja, glaube ich, selber bald einen Handel aufmachen. Dementsprechend lasse ich das jetzt da erstmal drin. Okay, sonst hat er auch nichts weiter gehabt. Mehr will ich hier mit dem auch nicht machen. Die Tunika ist fantastisch, das freut mich. Was hat die für einen Zustand? 45%, die wird auf jeden Fall noch einen Moment halten, glaube ich. So. Und ich bin relativ müde, das heißt, das ist auch nicht gut für die Konzentration. Ich werde mal versuchen, jetzt hier noch ein bisschen Strecke zu machen. Einfach hier irgendwie runter. Mal hier nochmal kurz reinschauen, ob irgendwas da ist. Ja, abgeschlossener Storage Shed. Schön vorsichtig mit Licht. Jetzt haben wir hier noch eine frische Dose. Die Dosen haben ja glücklicherweise keinen Zustand. Empty out. Da sind noch ein paar Painkiller drin. Plastik. Pharmacan Cavillo Painkiller, genau. Das wusste ich auch mal, weil es gibt so verschiedene Pillen, irgendwie die heißen alle komisch und da wusste ich auch mal, welche sind, aber hier steht es ja auch dran. Das sind auf jeden Fall die Painkiller. Die Clean Rags nehme ich mit. Die Dose brauche ich nicht. Ich habe eine, obwohl ich kann sie mitnehmen, weil ich habe ja hier haufenweise Platz. Und der Vorteil daran ist, dass ich sozusagen mir eine Noise Trap bauen kann und gleichzeitig was kochen kann, wenn ich möchte. Das ist ganz gut eigentlich. So. Okay, den Rifle Shoulder Strap, brauchen wir den? Wer weiß, ich nehme den mal mit. Schadet nicht. Wenn ich nicht mehr brauche, kann ich ihn immer noch auspacken. Und hier war noch irgendwas anderes. Ein normaler Storage Shed, da gucke ich auch nochmal rein. Hier ist nichts drin, okay. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken hier. Wir müssen hier weiter runter. Ah, verfolgt der mich? Kann das sein? Ist mir aber eigentlich egal. Müsste jetzt bloß noch was finden, das war mir klar. Unsere Racks sind auseinandergefallen, das waren aller Voraussicht nach... Ah nee, das waren die hier. Hier habe ich auch Aua. Ups. So, da muss ich jetzt mal kurz gucken, welche sind denn jetzt auseinandergefallen? Also ich meine, hier ist doch alles gut, die sind doch auch noch sauber und die sind auch noch sauber. Verstehe ich nicht. Und das auf meinem... Achso, nee, das war das auf meinem Gesicht. Gut. Dann ist es mir auch recht. Machen wir es so. Und jetzt muss ich irgendwie was finden, wo ich hier nächtigen kann. Am besten vielleicht probiere ich es mal hier unten in der Hütte. Bis dahin müsste ich es auf jeden Fall noch schaffen. Bevor die Nacht hereinbricht.
Achso, okay. Also dadurch, dass ich jetzt eine ganze Menge Zeug mit mir rumtrage und müde bin, nimmt jetzt meine Belastung zu. Shit, da wohnt schon einer in dem Haus. Dann gehe ich hier unten hin. So. Dann gehe ich hier hin. Und hier werde ich jetzt zunächst erstmal... Ich muss mal kurz gucken hier irgendwie... Irgendjemand hat mir doch auch geschrieben, ich kann irgendwas machen, um die Sachen gleich... Ah ja, die sortiert er dann gleich ein. Ah ja, fantastisch. Okay, Irps. So, wo waren das jetzt hier? Diese... Das ist ja bestimmt nicht bei Food. Miscellaneous, Noise Trap. Dann muss ich den Kram nicht zusammensuchen. Aber ich vermute, dass ich wahrscheinlich schneller gewesen wäre, wenn ich mir das jetzt einfach zusammengesucht hätte. Ja, vermutlich. Egal. Also, Dose, die kleinen Dinger und der Quatsch, ne? Das ist doch eigentlich genau, confirm. So, da haben wir die Noise Trap. Dann kommt der da dazu. Also, ich habe gar nicht geguckt, ob ich hier Shelter... Oh ja. Okay, also... Der hier. Der hier bringt's. Da kommt die Noise Trap noch dazu. Der Schuh hat 39%. Was ist mit unserem? Der hat 65. Okay, eigentlich sind wir da ganz gut aufgehoben. Wir haben ja noch ein Telefon. Das nehme ich mal noch mit. Nur für den Fall. So, ich kann ja jetzt hier den ganzen, auch so diesen ganzen Kram, den man so zum Craften braucht, den kann ich jetzt ganz wunderbar hier einfach noch mitnehmen. So. Okay, und dann könnte ich mich doch jetzt eigentlich hier hinlegen und ein Schläfchen halten. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Ich kann nicht gut sehen. Meine Racks sind schon wieder auseinandergefallen. Welche sind es gewesen? Diesmal müssten es die hier gewesen sein, ja. Mhm. Muss ich schon bald mal wieder... Ne, muss ich eigentlich nicht Racks waschen. Oh, das geht noch. Ich bringe hier mal noch welche an, einfach nur... zur Sicherheit. Ich überlege, das irgendwie so zu machen, dann muss ich das nicht... Achso, verdammt. Quatsch brauche ich nicht. So, ich packe die Racks hier mit rein, damit ich im Medizinmenü die gleich hier verfügbar habe immer und nicht irgendwie da immer umschalten muss und pack dann zum Beispiel die Urne hier rein oder so. Das irgendwie so schön den Platz ein bisschen ausreizen. Sowas in der Richtung. Genau. Gut, dann denke ich mal, irgendwie in dieser Folge werden wir es nicht mehr. Ich werde hier noch ein bisschen resten und healen, bis der Morgen da ist. Und dann werden wir einfach in der nächsten Folge, wollte ich gerade sagen. Jetzt kommen Dinge. Okay, das machen wir noch. Achso, der hat sich gezeigt. Dann zeige ich mich auch. Okay. Gut, dann ist er wieder weggegangen. Der war offensichtlich mir nicht allzu negativ oder... unfreundlich gesonnen. Das finde ich gut. Wir werden das in der nächsten Folge auf jeden Fall nach Detroit schaffen. Dann bin ich mal sehr gespannt, ob wir wirklich so einen Zutrittspass bekommen für Detroit City. Das wäre doch mal ein Durchbruch. Dann können wir uns das Innere der Stadt angucken. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.